Wir werden heute über unheimliche Geisterbegegnungen sprechen und ich habe verschiedene Geisterbegegnungen herausgesucht. Wer auf Twitch ist, wird sehen, dass nach all diesen einzelnen Vorstellungen immer eine kleine Diskussion stattfindet, aber überall, wo es sonst erscheint, ist es zusammengeschnitten. Das heißt, ein Fall folgt auf den nächsten und ja, ihr könnt einfach zuschauen, zuhören und euch gruseln. Wir beginnen mit dem Greenbrier Geist. Das Greenbrier County in West Virginia ist noch heute vor allem durch kleine Dörfer und ein ländliches Flair geprägt. Und auch Ende des 19. Jahrhunderts lebten vor allem Bauern und Landarbeiter in diesem Gebiet. Das Leben war hart und durch Krankheiten und frühe Tode geprägt, doch als Zona Hester Shue Anfang 20 starb, war ihr Tod außergewöhnlich. Die Erscheinung ihres Geistes soll dazu beigetragen haben, ihren Mörder zu überführen. Zona Hester Shue wurde um 1873 in einer kleinen Gemeinde im Greenbrier County geboren und wuchs in einem gottesfürchtigen Elternhaus auf. 1895 wurde Zona Mutter eines unehelichen Kindes und ein Jahr später lernte sie den Schmied Edward Stripling Shue kennen, den alle Trout nannten. Er war Anfang 30 und die beiden verstanden sich gut. Und im Gegensatz zu allen anderen Männerbekanntschaften, die Zona vor ihm hatte, war er zuvorkommend zu ihr. Er hatte einen guten Job und sie verliebte sich in ihn. Ob Zona etwas von Trouts Vergangenheit wusste, weiß heute niemand. Es ist allerdings anzunehmen, schließlich verbreiteten sich die Gerüchte in wenig besiedelten Greenbrier County schnell und möglicherweise war seine dunkle Seite genau das, was Zona an ihm gefiel. Trout war bereits zweimal verheiratet. Seine erste Ehe wurde wegen besonderer Grausamkeit an seiner Frau geschieden und dass Trout seine erste Ehefrau misshandelte, war kein Geheimnis in der Dorfgemeinschaft. Einmal wurde er deshalb sogar aus Rache von unbekannten Angreifern im Schlaf attackiert und auf den zugefrorenen Fluss geworfen. Als Trout wegen Pferdediebstahls verhaftet wurde und eine Zeit im Gefängnis verbringen musste, konnte sich seine Frau endlich von ihm scheiden lassen. Weniger Glück hingegen hatte seine zweite Ehefrau Lucy, die gerade einmal 16 Jahre alt war, als sie den deutlich älteren Trout heiratete. Nur 8 Monate nach der Eheschließung verstarb Lucy 1894 unter ungeklärten Umständen. Und Trout selbst sagte, dass Lucy beim Unfall starb. Er hätte am Dach gearbeitet, dabei sei ihm aus Versehen ein Ziegelstein nach unten gefallen, der seine Frau auf den Kopf traf und die sofort tot war dadurch. Sie verstarb jedoch im Februar, was ungewöhnlich war in Anbetracht dessen, dass die Winter in West Virginia kalt und schneereich sind. Viele hielten es deshalb für unwahrscheinlich, dass Trout durch einen folgenschweren Unfall Schuld am Tod seiner Frau haben sollte und vermuteten, dass er hinter dieser Geschichte verschleiern wollte, dass Lucy möglicherweise schwanger war und bei der Geburt verstarb. Doch in Anbetracht dessen, was Zona passierte, scheint es nicht nur möglich zu sein, dass er in den Tod von Lucy involviert war, sondern er sie absichtlich ermordete. Zonas Mutter hatte von Anfang an kein gutes Gefühl bei ihrem Schwiegersohn in spe. Sie misstraute ihm, sie war strikt gegen die Ehe der beiden. Schließlich war Trout ja schon zweimal verheiratet gewesen und saß sogar schon einmal im Gefängnis. Doch Zona setzte sich gegen ihre Mutter durch. Sie heiratete Trout im Jahr 1896 und zog mit ihm zusammen. Wenige Monate später wurde Zona dann krank und begab sich in ärztliche Behandlung zu George Knapp. Woran Zona erkrankt war, ist heute noch ein Rätsel. Und auch Knapp sagte dazu später nichts und bezeichnete ihre Sorge als Frauenprobleme, weshalb sich bis heute das Gerücht hält, dass Zona erneut schwanger war und deshalb auch die Hochzeit mit ihr und Trout schnell durchgezogen wurde. Während dieser Zeit wurde Trout von den Nachbarn als hingebungsvoller Ehemann beschrieben, der an Zonas Seite war, während ihr es nicht gut ging. Und am 23. Januar 1897 brach Trout früh morgens zur Schmiede auf, um zu arbeiten.
Er kam dabei am Haus seiner Mutter vorbei, die er bat, dass sie oder der 11-jährige Bauernjunge, der auf diesem Hof lebte, bei seiner Frau vorbeischauen sollten. Schließlich ging es ihr in den letzten Wochen nicht gut. Und Trout schien an diesem Tag aufgeregt zu sein. Viermal kam er an dem Morgen und Vormittag vorbei und fragte nach, ob schon jemand bei Sona war. Gegen Mittag brach dann der Junge schließlich auf, um nach Trouts Frau zu sehen. Zuerst klopfte er am Haus des Ehepaares, doch niemand machte auf, weshalb er dann reinging. Aber auch auf seine Rufe im Haus reagierte Sona nicht, doch am Fuß der Treppe machte er dann die schreckliche Entdeckung. Die junge Frau lag dort, ihr Kopf war unnatürlich zur Seite gedreht und ihre Augen waren weit geöffnet. Sie starrte an die Decke und sie war tot. Der Junge alarmierte daraufhin sofort Trout, seine Mutter und den Arzt. Und als Dr. George Knapp am Haus der Shoes eintraf, war Trout bereits vor Ort und hielt weinend den Körper seiner Frau im Arm. Trout hatte seine Frau dann ins Schlafzimmer gebracht, wo er ihr ein Kleid mit einem steifen Kragen angezogen hatte und ihr Gesicht mit einem Schleier bedeckt. Dass Trout seine Frau umgezogen hatte, das war vor allem ungewöhnlich, da es Tradition ist, dass die Frauen in der Gemeinde die Leichenwäsche und das Umziehen von Toten übernahmen. Und außerdem fand das Ganze auch nicht vor der Untersuchung des Arztes statt, also erst Tage später vor der Beerdigung. Doch Dr. Knapp machte sich daraus zunächst nichts und empfand Trout als ehrlichen, trauernden Ehemann, der schluchzend den Kopf seiner Frau wiegt. Und der Arzt begann trotzdem mit der Leichenschau und entdeckte unter dem steifen Kragen von Saunas Kleid einige Blutergüsse am Hals. Doch dass Dr. Knapp so gründlich seine tote Frau untersuchte, das schien Trout sehr zu verärgern. Er reagierte erbost und fuhr den Arzt an, dass er schließlich wüsste, woran Sona gestorben sei, da sie ja deshalb bereits in Behandlung war. Und der Streit zwischen dem Arzt und dem trauernden Ehemann ging so weit, dass Trout die weitere Untersuchung abbrach und Dr. Knapp zuerst anhaltende Schwäche und später dann Geburt auf Sonas Totenschein schrieb. Zwei Tage später fand die Trauerfeier von Sona Hester Shue im Haus ihrer Familie statt und dabei fiel Trout durch ungewöhnliches Verhalten auf. Während seine tote Frau im Haus lag und im Haus ihrer Eltern dann aufgebahrt wurde, wich Trout keine Minute von der Seite ihrer Leiche und ließ niemanden an ihren Sarg. Er hielt die meiste Zeit den Kopf seiner toten Frau in den Händen und klemmte sogar ein Kissen und ein aufgerolltes Leintuch zwischen Sonas Kopf und den Sarg, damit sie besser ruhen könne. Außerdem band er seiner toten Frau einen Schal um den Hals und versicherte ihren Eltern, dass das Sonas Lieblingsschal gewesen wäre. Besonders merkwürdig wirkte das, nachdem die Sargträger beim Weg zum Friedhof bemerkten, dass der Kopf der Toten ungewöhnlich stark wackelte. Und auch Trouts eigenes Verhalten brachte schnell Misstrauen auf. Immer wieder wechselte er zwischen hysterisch überwältigender Trauer und fröhlicher Energie. Sonas Mutter Mary Ann Hester war ihr Schwiegersohn schon vor der Hochzeit suspekt und nach dem Tod ihrer Tochter war sie ihm gegenüber nur noch misstrauischer. Bereits als sie vom Tod von Sona erfuhr, war sie sich sicher, dass es keine Erkrankung oder heimliche Schwangerschaft war, an der Sona starb, sondern dass Trout seine Frau umgebracht hatte. Mary Ann behielt nach der Beisetzung den Schal von Sona, den ihr Mann der Toten um den Hals gewickelt hatte, und sie stellte an ihm einen ungewöhnlichen Geruch fest, weshalb sie ihn nach der Beerdigung waschen wollte, doch dabei verfärbte sich das Wasser blutrot. Mary Ann dachte zuerst, dass sie sich das eingebildet hatte, aber auch der Schal verfärbte sich rosa im roten Wasser. Und sie war davon überzeugt, dass das ein Zeichen ihrer toten Tochter war, die ihr die Wahrheit über ihren Tod sagen wollte. Mary Ann betete deshalb jeden Abend zu ihrer Tochter, in der Hoffnung, dass sie ihr nochmal ein Zeichen geben würde. Und eines Nachts sah sie zuerst ein helles Licht, was ihr erschien und nach kurzer Zeit wieder verblasst. Und in der nächsten Nacht erschien ihr dann angeblich zum ersten Mal der Geist ihrer Tochter in menschlicher Gestalt. In den darauffolgenden drei Nächten wurde sie vom Geist ihrer toten Tochter aufgesucht, die ihr die Geschichte erzählte, wie sie starb. Am Abend vor ihrem Tod kam Trout nach Hause und war wütend auf sie, weil Sona zum Abendessen kein Fleisch servierte.
Voller Wut stürzte er sich auf Sona und griff sie fest am Hals, und er erwürgte sie nicht nur, sondern brach ihr zusätzlich das Genick zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel. Nachdem ihre Tochter dann ihr diese Geschichte erzählte, drehte ihr der Geist angeblich sogar nochmal den Kopf komplett rum, um Marianne das gebrochene Genick zu beweisen. Und außerdem hätte der Geist noch eine Bitte. Ihre Mutter sollte sich an ihrem Ehemann Trout rächen. Marianne Hester kontaktierte daraufhin den Staatsanwalt des Greenbrier Countys, John Preston, und bat darum, Ermittlungen im Todesfall ihrer Tochter einzuleiten. Ob es wirklich die angebliche Geistersichtung war, die ihn veranlasste zu ermitteln, oder die Geschichten über Trout und das nun seine nun bereits zweite tote Ehefrau, das ist nicht bekannt. Aber er begann Nachforschungen anzustellen. Er sprach unter anderem mit den Trauergästen, die dem Staatsanwalt merkwürdiges Verhalten von Trout berichteten. Und auch Dr. Knapp wurde befragt, der aussagte, dass er selbst wegen des Todes von Sona beunruhigt war, da er keine Untersuchung an der Leiche durchführen konnte, weil Trout sich dagegen wehrte. Der Staatsanwalt ordnete deshalb eine Exhumierung von Sonas Leiche an, um ihren Tod genauer zu untersuchen, und auch Trout wurde über die geplante Autopsie informiert, der nun erneut vor Wut tobte. Ihm war freigestellt, ob er der Autopsie als Ehemann beiwohnen wolle. Und widerwillig war er dabei, als am 22. Februar 1897 die umfangreiche Autopsie seiner Frau stattfand, und hat das angeblich damit begründet, dass er wüsste, dass er verhaftet wird, aber niemand beweisen könne, dass er es getan hätte. 2 Wochen später wurde der Bericht der 3-stündigen Autopsie veröffentlicht. Sona Hester Shue wurde erwürgt. Ihr Genick war zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel gebrochen. Sie hatte zahlreiche Blutergüsse am Hals und ihre Luftröhre war zerquetscht. Und auch die Reaktion von Trout auf die wirkliche Ursache ihres Todes war im Bericht niedergeschrieben. Zitat. Plötzlich wandte sich der Arzt an Mr. Preston. Sie flüsterten ein paar Minuten miteinander. Dann wandte sich Mr. Preston an Mr. Shue und sagte, »Nun, Mr. Shue, wir haben festgestellt, dass der Hals Ihrer Frau gebrochen ist.« Shues Kopf senkte sich, eine Veränderung überkam ihn, die ich nicht erklären kann, aber sie hat mir seine Schuld bewiesen. Edward Stribling Shue wurde daraufhin festgenommen, wegen des dringenden Tatverdachts, seine eigene Frau umgebracht zu haben, und im Sommer 1897 begann der Prozess gegen ihn im Greenbrier Court. Die Geschichte von Sona, dem Greenbrier Geist, war seitdem in aller Munde. Viele in der kleinen Dorfgemeinschaft des Greenbrier Countys waren davon überzeugt, dass ein Geist bei der Aufklärung des Mordes half. Der Staatsanwalt Preston berief sich vor Gericht allerdings auf die Fakten und umging die angebliche Sichtung der Mutter. Trout hatte sich bereits nach dem Tod seiner Frau verdächtig gemacht, noch während der Trauerfeier fiel sein Verhalten auf. Und Shues Anwalt, der anscheinend die Glaubwürdigkeit von Sonas Mutter herabwürdigen wollte, konzentrierte sich dafür sehr ausführlich im Gericht auf die Geistersichtung und fragte sie dazu aus. Und das befeuerte die Legendenbildung um Sona, den Greenbrier Geist, der sich vor allem die Presse auf die Geistergeschichte der Mutter stürzte. Trout wurde wegen des Mordes an seiner Frau zu lebenslanger Haft verurteilt und starb nur 3 Jahre später bei einer Epidemie. Doch der Tod von Sona und ihre angebliche Auferstehung als Geist, die ihren Mord erklärte, ist zur weltweit bekannten Geschichte geworden. Und bis heute steht im Greenbrier County in der Nähe von Sonas Grab eine Gedenktafel, auf der steht: Beerdigt auf dem nahegelegenen Friedhof ist Sona Hester Shue. Ihr Tod im Jahre 1897 wurde als natürlich angenommen, bis ihre Mutter ihr Geist erschien, um zu beschreiben, wie sie von ihrem Mann Edward getötet wurde. Die Autopsie des exhumierten Körpers bestätigte die Aussage des Geistes. Edward, schuldig wegen Mordes, wurde zu Gefängnishaft verurteilt. Dies ist der einzig bekannte Fall, in dem die Aussage eines Geistes half, einen Mörder zu verurteilen. Die Brown Lady. Als im Jahr 1936 ein Foto im herrschaftlichen Raynham Hall im britischen Norfolk gemacht wurde, ging dieses um die Welt. Die Brown Lady, die
die das Herrenhaus seit mehreren Jahrzehnten heimsuchen soll, ist auf diesem Bild zu sehen. Und bis heute ist es eines der bekanntesten Fotos, welches eine angebliche Geistersichtung abgelichtet haben soll. Raynham Hall gilt als eines der pompösesten Herrenhäuser in Großbritannien und ist seit mehr als 300 Jahren im Besitz der Familie Townsend. Und der Legende nach ist die Brown Lady der Geist von Lady Dorothy, der zweiten Frau von Charles Townsend, der bekannt für sein feuriges Temperament und seinen Jähzorn ist. Als Charles mitbekam, dass ihn seine Frau dann betrog, sperrte er sie als Strafe auf dem Familiensitz Raynham Hall in einem Zimmer ein, wo sie nicht mal ihre Kinder sehen durfte. Und bis zu ihrem Tod an Pocken im Jahr 1726 musste Dorothy eingesperrt im Zimmer leben und seitdem soll ihr Geist das Anwesen heimsuchen. Innerhalb von 2 Jahrhunderten gab es zahlreiche Sichtungen der Brown Lady, die sich durch Raynham Hall bewegen soll. König George IV. Soll bei einem Besuch der Raynham Hall Anfang des 19. Jahrhunderts den Geist von Dorothy gesehen haben. Sie stand in einem braunen Kleid in seinem Bett und soll blass mit zerzausten Haaren gewesen sein. Im Jahr 1835 wurde ihr Geist von Oberst Loftus gesehen, der in den Weihnachtsferien Raynham Hall besuchte und an einem Abend später zu Bett ging. Und er sah auf einem Flur eine schemenhafte Gestalt von einer Frau in einem braunen Kleid. Als er ihr folgte, verschwand sie auf mysteriöse Weise. Und er sah den Geist der Brown Lady in den darauffolgenden Tagen immer wieder, wobei er ein besseres Bild erhaschen konnte. Und laut ihm sah sie wie eine aristokratisch gekleidete Frau aus in einem braunen Satinkleid mit extrem blasser Haut. Doch zu seinem Entsetzen waren dort, wo ihre Augen sein sollten, nur schwarze Löcher. Oberst Loftus erzählte daraufhin seinen Gästen und Mitarbeitern von der unheimlichen Sichtung und auch sie bestätigten ihm, dass sie den Geist in den Tagen in Raynham Hall gesehen haben. Er ließ daraufhin von einer Künstlerin ein Gemälde der Brown Lady anfertigen und dieses stellte Loftus in den Raum, in dem der Geist der Frau am häufigsten erschien. Und einige der Mitarbeiter waren von der Geistersichtung so verschreckt, dass sie Raynham Hall nie wieder betraten. Ein Jahr später lebte der Schriftsteller Frederick Marriott auf Raynham Hall. Er war neugierig auf den Geist der Brown Lady und übernachtete in dem Zimmer, in dem ihr Gemälde hing und ja, das sie am meisten heimsuchte. Angeblich wollte er die Theorie beweisen, dass das Gerücht über den Spuk nur in die Welt gesetzt wurde, um Leute von Raynham Hall fernzuhalten. Und er wartete in der ersten Nacht darauf, dass der Geist ihm erschien, aber nichts passierte. Einige Tage später ging Frederick Marriott allerdings mit zwei Freunden den Flur im obersten Geschoss entlang, als plötzlich die Brown Lady an ihm vorbeischwebte. Und sie trug angeblich eine Laterne bei sich und hatte ihn teuflisch angegrinst. Aus Reflex schoss Marriott mit seiner Pistole auf sie, doch die Kugel ging durch ihren Körper und blieb in der Wand stecken. Die Brown Lady wurde in den nächsten Jahren immer wieder gesehen, doch die Sichtung am 19. September 1936 machte ihren Geist weltweit bekannt. Zwei Fotografen waren für die Zeitung Country Life in Raynham Hall, die für einen Bericht vor Ort waren und Fotos machten. Und sie hatten bereits ein Bild von der Haupttreppe gemacht und wollten noch ein weiteres aufnehmen, als einer von ihnen plötzlich helle Schwaden sah, die langsam die Gestalt einer Frau annahm. Daraufhin drückten sie schnell den Auslöser der Kamera. Das berühmte Foto der Brown Lady entstand, was angeblich Dorothy mit einem weißen Leinentuch zeigen soll. Zuerst wurde das Foto im Country Life Magazine abgedruckt. Später widmete auch das Life Magazine einen großen Artikel der Brown Lady und der unheimlichen Fotografie. Doch ja, seitdem gibt es zahlreiche Skeptiker, die daran zweifeln, dass die Fotografie echt sein soll. Möglicherweise wurde das Foto doppelt belichtet oder im Nachhinein gefälscht. Doch das Country Life Magazine stritt vehement ab, dass etwas gefälscht wurde und dass die Negative nicht verändert wurden. Es fiel außerdem auf, dass die Gestalt des Geistes der Statue der Jungfrau Maria ähneln würde. Also der Kopf und das Gesicht sind auf dem Foto ebenso bedeckt wie bei der Statue. Möglicherweise wurde das Bild mit so einer Figur gefälscht. Doch seitdem das unheimliche Bild der Brown Lady veröffentlicht wurde, nahm auch die Sichtung des Geistes ab. Bis in die 1960er Jahre wurde sie nur vereinzelt gesehen, seitdem scheint ihr Geist in Raynham Hall
verschwunden zu sein. Bloody Mary. Die Legende der Bloody Mary ist weltweit bekannt und bis heute eine beliebte Mutprobe, vor allem bei Teenagern. Wenn man sich allein vor einen Spiegel stellt und dreimal Bloody Mary sagt, soll einem der Geist der Frau erscheinen. Und bis heute ist es ein Rätsel, auf wen die Legende zurückzuführen ist oder ob die Bloody Mary jemals gelebt hat und vor allem, ob das Ritual wirklich etwas Unheimliches heraufbeschwört. Der historische Ursprung der Bloody Mary-Sage geht auf das Wahrsagungsritual wie es schon seit der Antike gibt. Und eine junge Frau soll bei diesem Ritual in einem dunklen Haus eine Treppe mit einer Kerze und einem Handspiegel hinaufgehen. Und wenn sie in den Spiegel schaut, sieht sie darin das Gesicht ihres zukünftigen Mannes. Es bestand jedoch auch die Möglichkeit, dass die junge Frau stattdessen das Gesicht des Sensenmannes oder einen Schädel sehen würde und in diesem Fall würde die Frau noch vor ihrer Hochzeit sterben. Seit dem 19. Jahrhundert wird bis heute das Ritual vor allem in der Gruppe oder allein vor dem Badezimmerspiegel durchgeführt und gilt als Mutprobe. Und wenn man in einer festgelegten Anzahl an Wiederholungen Bloody Mary in den Spiegel sagt oder singt, soll einem der Geist der Bloody Mary erscheinen. Es gibt jedoch auch Varianten, in denen man Hail Mary oder Mary Worth in den Spiegel sagen soll. Und es gibt zahlreiche Variationen, wie der Geist aussehen würde. Er scheint als Leiche oder als Hexe oder sie kann freundlich oder auch böse sein. Und es soll eine Frau mit langen, dunklen Haaren sein. Sie sei oft blutüberströmt oder hätte ein vernarbtes oder entstelltes Gesicht und ihr Blick sei leer. In anderen Versionen soll ihr Gesicht zur Hälfte das einer schönen jungen Frau sein, die andere Hälfte soll jedoch ein Totenschädel sein. Und auch das, was danach mit demjenigen passiert, der Bloody Mary beschworen hat, weicht immer wieder von verschiedenen Erzählungen voneinander ab. Mary würde die Person töten, die sie gerufen hat, oder kratzt sie die Augen aus oder macht die Person verrückt. Kratzspuren würden dann überall auf dem Körper erscheinen, von demjenigen, der Bloody Mary gerufen hat, und sie zieht denjenigen dann in den Spiegel. Mary reißt der Person das Gesicht ab, schneidet ihr die Kehle durch oder treibt sie in den Selbstmord. Und genauso wie es zahlreiche Varianten des Rituals und des möglichen Ausgangs gibt, ist auch die irdische Identität des Geistes nicht geklärt und es gibt zahlreiche Vermutungen, wer der Ursprung des Geistes der Bloody Mary sein könnte. Die Legende könnte auf Maria die erste Tudor zurückführen, die auch Maria die Blutige genannt wird. Sie war zwischen 1553 und 1558 Königin von England und Irland und die erste Frau, die in der englischen Geschichte uneingeschränkt herrschte. Ihre Regierungszeit war geprägt von konfessionellen Spannung, da sie versuchte, den Katholizismus erneut als Staatsreligion zu etablieren. Und während ihrer Herrschaft wurden deshalb fast 300 Protestanten hingerichtet. Möglicherweise war ihre blutige Herrschaft auch der Ursprung der Legende. Es gibt jedoch eine weitere Theorie, die Maria Tudor betrifft. Maria hatte zahlreiche Fehlgeburten und angeblich wünschte sie sich, dass sie eines Tages ihre toten Kinder wiedersehen könnte. Und dieser Ursprung bezieht sich auf eine weitere Version des Rituals, bei der man in den Spiegel sagt, Bloody Mary, ich habe dein Kind. Und das Ganze wird 5-mal wiederholt, so oft wie Maria Tudor eine Fehlgeburt hatte. Und ja, ein weiterer adeliger Ursprung bezieht sich auf Elisabeth Báthory, die Blutgräfin und womöglich schlimmste Serienmörderin der Geschichte. Die ungarische Gräfin, die Anfang des 17. Jahrhunderts regiert hatte, soll bis zu 500 junge Frauen und Mädchen getötet haben. Und sie missbrauchte ihre Macht, um die Frauen auf ihre Burg bringen zu lassen, wo Báthory ihre sadistischen Neigungen auslebte, sie folterte, quälte und schließlich tötete. Ihre Macht und ihr gesellschaftlicher Stand verhinderten lange, dass ihr Treiben gestoppt wurde. Erst als sie sich dann nicht mehr nur an Frauen des unteren Standes verging, sondern auch adlige Kinder in ihre Gewalt nahm, wurde gegen die Gräfin vorgegangen. Und seit ihrem Tod gibt es deshalb zahlreiche Legenden um die sogenannte Blutgräfin, unter anderem, dass sie das Blut der jungen Frauen getrunken und darin gebadet hat, um selbst jung zu bleiben. Und auch wenn Báthory aufgrund ihres Namens nicht zur Bloody Mary-Legende passen würde, könnte sie durch ihre Schreckensherrschaft die Geistergeschichte inspiriert haben.
Eine weitere Theorie, die vor allem in den USA vertreten ist, ist eine Legende aus Pennsylvania. Dort lebte eine Frau abgeschieden in einer Hütte im Wald, die pflanzliche Arzneimittel herstellte und verkaufte. Und die Frau wurde von den Dorfbewohnern Bloody Mary genannt und sie sei angeblich eine Hexe gewesen. Jeder hatte Angst vor ihr und traute sich nicht, mit ihr zu sprechen, denn alle, die in ihrer Nähe waren, wurden von merkwürdigen Ereignissen geplagt. Kinder wurden krank, die Ernte brachte keinen Ertrag mehr und Kühe gaben keine Milch mehr. Und all das sei die Schuld der Hexe, die die Menschen verflucht hätte. Eines Tages begannen dann kleine Mädchen im Dorf zu verschwinden. Erst eines, dann immer mehr und die Familie suchten die Wälder ab, aber niemand fand die Mädchen. Einige trauten sich sogar und befragten dann die unheimliche Frau im Wald, ob sie wüssten, was mit den verschwundenen Mädchen passiert sei, aber sie konnte ihnen auch keine Erklärung geben. Aber sie bemerkten, dass die alte Frau sich verändert hatte. Sie sah deutlich jünger und besser aus als noch Jahre zuvor. Und eines Nachts stand dann die Tochter des Müllers aus ihrem Bett auf und folgte einem mysteriösen Klang nach draußen, den anscheinend nur sie hören konnte. Und die Eltern versuchten, ihre Tochter zurückzuholen, die immer tiefer in den Wald ging, aber sie konnten das Mädchen nicht stoppen. Und durch die Schreie der Eltern kamen auch die anderen Dorfbewohner aus ihren Häusern und versuchten, das Mädchen aufzuhalten, bis ihnen ein rotes Licht am Ende des Waldes auffiel. Und dort stand die alte Hexe mit einem Zauberstab und lockte das Mädchen zu sich. Und als sie bemerkte, dass die Dorfbewohner ihr auf die Schliche gekommen waren, versuchte sie zu flüchten und wurde dabei angeschossen. Die Menschen stürzten sich auf sie, sie trugen sie auf ein Feld, wo sie einen Scheiterhaufen erbauten und die Frau verbrannten. Und während die Hexe im Feuer starb, soll sie einen Fluch ausgesprochen haben. Wenn jemand ihren Namen vor einem Spiegel sagt, würde ihr Geist sich für den qualvollen Tod rächen. Als die Hexe verbrannt wurde, fanden die Dorfbewohner die Leichen der verschwundenen Mädchen und die Hexe soll ihr Blut benutzt haben, um sich selbst jünger zu machen. Wer seitdem Bloody Mary dreimal in Spiegel sagt, dem soll die rachsüchtige Hexe aus Pennsylvania erscheinen. Sie soll denjenigen in Stücke reißen und die Seele für immer im Spiegel gefangen halten. Ein weiterer Ursprung, der oft in der amerikanischen Folklore zitiert wird, sei in Massachusetts. Eine junge Frau, Mary Worth, soll dort im 17. Jahrhundert gelebt haben. Und ihr Gesicht sei entstellt gewesen. In einigen Quellen heißt es, dass Marys eifersüchtiger Liebhaber ihr das angetan hatte. Sie wurde deshalb von Kindern gehänselt, sie seien der Frau hinterhergelaufen, hätten immer wieder Bloody Mary gerufen. Mary Worth wurde in Salem der Hexerei beschuldigt und zu Tode verurteilt. Als die Kinder, die sie damals drangsalierten, wenige Tage später 99 Mal Bloody Mary in einen Spiegel sagten, erschien ihr Gesicht und ihr Geist tötete alle Kinder. Ja, eine andere Legende aus Michigan bezieht sich ebenfalls auf eine junge Frau mit dem Namen Mary, die beim Unfall schwer verunglückte und Mary fiel ins Koma, aber die Ärzte glauben, sie sei tot und begruben sie. Und ihre Mutter hörte seitdem immer wieder Schreie aus dem Grab ihrer Tochter. Zunächst glaubt ihr niemand, doch als sie endlich die anderen dann überzeugen konnte, das Grab von Mary auszuheben, fand man Kratzspuren im Sarg und die Fingernägel der Toten waren blutig. Und seitdem soll Mary, die lebendig begraben wurde, Rache üben und ihr Geist soll jeden töten, der sie beschwört. Ja, es gibt noch zahlreiche weitere mögliche Identitäten des unheimlichen Geistes im Spiegel. In modernen Abwandlungen sei Bloody Mary durch einen Autounfall im Gesicht entstellt, weshalb sie nie wieder vor einen Spiegel treten konnte. Und der Unfallverursacher wurde nie gefunden, weshalb Mary Rache schwor. Angeblich sei Bloody Mary auch eine Kindermörderin. Oft wird diese Legende lokal erzählt, wenn es eine echte Mörderin in dieser Gegend gab. Und es gibt auch eine Version, dass Bloody Mary eine Schwangere war, die nach der Hochzeit getötet wurde und ihr Geist soll immer noch auf der Suche nach ihrem toten Kind sein. Ein weiterer Ursprung könnte die Geschichte einer jungen Frau sein, die Mary hieß und zusammen mit ihrer Stiefschwester und deren Mann in einem Schloss lebte. Und die beiden Schwestern hassten sich und Mary stahl eines Tages den Ehering ihrer Stiefschwester. Und nachdem sie mitbekam, dass Mary ihren Ring gestohlen hatte, stieß ihre Stiefschwester sie ins Feuer. Und Mary verbrannte qualvoll und nur ihre Speiseröhre soll übrig geblieben sein.
Doch ihr Geist soll bis heute Rache suchen. Zuerst nur an ihrer Stiefschwester, aber mittlerweile würde jeder von diesem Geist heimgesucht werden, der an einem Freitag, den 13. im Februar, den Tag, an dem Mary verbrannte, ihren Namen ausspricht. Eine andere Variante sei, dass eine Frau mit einem Ouija-Brett Geister rief, die sie dann verrückt werden ließen, bis sie schließlich sich selbst mit einer Schere tötete. Wenn man seitdem dreimal um Mitternacht vor einem Spiegel sie beschwört, sieht man ihren Geist mit einer Schere im Nacken. Nicht nur für Folklore-Experten ist das Ritual der Bloody Mary interessant. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die den psychologischen Hintergrund und die Faszination der Legende vor allem bei Teenagern beleuchtet. Da besonders Mädchen begeistert sind von der Legende, führen einige Kinder- und Jugendpsychologen diese Faszination auf Ängste vor körperlichen Veränderungen während der Pubertät zurück. Und auch das Phänomen an sich, etwas Unheimliches im Spiegel zu sehen, wurde untersucht. Der italienische Psychologe Giovanni Caputo führte dazu im Jahr 2010 ein Experiment durch und kam zur Erkenntnis, dass Menschen, die in einem schwach beleuchteten Raum über längere Zeit in einen Spiegel starren, zu Halluzinationen neigen können. Bei seinem Experiment ließ er 50 Probanden für 10 Minuten einen schwach beleuchteten Raum sich selbst in den Spiegel anstarren und ja, bei fast jedem führte das Experiment zu Halluzinationen. Mehr als die Hälfte der Probanden sah nach der Zeit Deformationen ihres Gesichtes, der Rest sah sogar Dinge, die nicht da waren. Sie sahen andere Personen, Tiere oder sogar unbekannte Wesen. Und zum einen könnte das daran liegen, dass das Gesichtserkennungssystem im Gehirn über diese längere Zeit fehlschlägt. Und zum anderen kann dies mit dem Troxler-Effekt erklärt werden, das bereits Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde. Wenn man sich lange auf einen Punkt konzentriert, verschwimmt das periphere Sichtfeld, wodurch die Wahrnehmung sich verändert. Und auch wenn bis heute der Ursprung der Bloody Mary-Legende nicht eindeutig geklärt werden konnte und auch die psychologischen Aspekte eine Erklärung rüberbringen können, dass es ja wirklich sein kann, dass man Halluzinationen bekommen kann, ist die Faszination für den unheimlichen Geist im Spiegel bis heute groß.